Hallo zusammen, in unserem neuen Format von Skizze bis zum Rendering zeigen wir euch jeden Monat in 4 Schritten, jeweils donnerstags, wie aus eurer Skizze ein perfektes Rendering entsteht. Im heutigen ersten Teil gehen wir auf die Schnellskizze und zwar auf den Raumkonzept. Es geht darum, einfach mit einer Schnellskizze eine Idee zu entwerfen, wie sieht ein Raum, ein Gebäude, ein Produkt aus. Vorher noch ein kleiner Hinweis zu unserem aktuellen Buch 100 geniale Zeichentricks, in dem wir alle unsere Zeichentricks euch präsentieren. Und hier geht es auch schon los mit der Schnellskizze. Wir suchen uns einfach den Raum aus. Wir fixieren unsere beiden Fluchtpunkte, die sich irgendwo weit links und rechts auf dem Papier ansetzen und skizzieren ganz schnell nacheinander die einzelnen Elemente. Hier ganz kurz ein Sideboard, schnell unterteilt. Dann geht es auch schon sofort in die leichte Ausarbeitung. Wir werden so ein bisschen immer hin und da ein paar Sachen mal schraffieren, damit man sich so ein bisschen mehr vorstellen kann, wie das aussehen wird, wenn wir das dann mit Licht und Schatten im Weißmodell belegen. Hier auch. So ein bisschen die Struktur der Fensterprofile. Ganz leicht. Da vielleicht eine Pflanze, die noch im Hintergrund steht. Alles, was wir uns überlegen, bauen wir dann für euch dann digital auf. Wir versuchen, so detailreich wie möglich das aufzubauen. Und deshalb ist die Skizze jetzt natürlich einfach nur so zur Verdeutlichung für uns selbst, was wir eigentlich dann nachbauen werden. Ihr könnt natürlich so eine Skizze noch gröber halten, noch weniger dazu machen, einfach nur um die Idee festzuhalten, aber wir wollten so ein bisschen eine perspektivisch richtige Skizze machen. Mit einem Bild an der Wand, was wir für euch auch mal skizziert haben zum Thema figürliches Zeichnen. Das werdet ihr später im Rendering auch sicherlich wiedererkennen. Hier eine Leuchte, irgendwas Rundes, Kreisförmiges. Hauptsache, es liegt was da und leuchtet. Und dann legen wir alle Elemente auch nochmal fest, Licht und Schatten. Also nochmal ganz kurz zwischendurch, was für euch dann am Ende entstehen wird, ist in der nächsten Folge, wie wir das Raumkonzept digital aufbauen. Zeigen wir euch jeweils ganz schnell, mit welchen Werkzeugen das am besten zu machen ist. Dann in der dritten Folge das Weißraumkonzept, was ihr so ein bisschen in dem Vorspann schon gesehen habt. Und dann als letztes ein Rendering mit Textur, mit allem drum und dran. Das heißt, für alle, die sagen, skizzieren kann ich jetzt soweit und kann ich das jetzt auch nochmal digital umsetzen? Das ist das, was wir euch hier in unserer Reihe immer zeigen werden. Immer donnerstags und das Ganze dann regelmäßig neue Themen für euch. Das heißt, wie ihr seht, die Skizze an sich hat immer noch die größte Priorität, weil da entscheidet sich eigentlich alles, wie die Idee aussieht, wo wollen wir hin. Und wer dann eben möchte und sagt, ich möchte im nächsten Step das Ganze digital skizzieren, dann ist dieses Format und unsere Kurse dafür da. Schaut euch auf jeden Fall dann um. Hinweis kommt dann nochmal zum Schluss. digital-skills.akademie-ruhr.de. Dann seid ihr schon auf der richtigen Seite. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich ruft uns an, schreibt uns. Wir zeigen euch alles und erklären euch alles Nötige dazu. So, und hier natürlich auch perspektivisch richtig im Vordergrund diese Holztrennwand, die wir leicht aufskizzieren. Wir hätten es jetzt ein bisschen noch einfacher machen können und den Tisch weglassen, aber einfach kann jeder. Und deshalb machen wir es ein bisschen nochmal leichter mit Schattierung und allem drum und dran. So, das ist jetzt vielleicht eine Wohnküche, so, die wir jetzt ein bisschen uns angedacht haben, einen Tisch von unten nach oben aufgebaut, wie sonst auch immer, mit Licht und Schattierung.
gekreuzten Tischbeine. Ja, gekreuzt nicht, aber zumindest das X-Format. Und hier auch mal Licht und Schatten nochmal dran gehen. Also das heißt, Wohnküche, etwas höhere Decken. Also der Raum ist gefühlte 2,70, 3 Meter hoch. Davor ist eine Küchenfront. Eine Pflanze, ein Bild. In einem Bilderrahmen. Das wird von oben beleuchtet. Wir machen jetzt erstmal so ein paar Sachen, die ihr dann später in der digitalen Umsetzung natürlich auch absolut wiedererkennen werdet. Hier wird es dann. Hier ist dann die Figur, die man noch sieht. Und hier ist dann die Tischfläche. Und wie gesagt, im Hintergrund die langgezogene Küche mit so einem offenen Element, an das man sich dann dran setzen kann. Das heißt, für alle von euch, die jetzt Tischler, Schreiner sind, die überlegen, ja, wie kann ich meinem Kunden im ersten Schritt etwas zeigen, ist natürlich so etwas ideal, mal ganz kurz für sich selbst zu skizzieren, für den Kunden zu skizzieren. Wenn der Kunde sagt, ja, das ist so die Idee, damit kann ich sehr, sehr gut weiterarbeiten, das gefällt mir. Dann kann man natürlich überlegen, geht man in den nächsten Schritt und macht eine kleine digitale Version der Skizze, wo so ein bisschen auch die Texturen, auch mal so das Gefühl hat für die Holzfarbigkeit. Da wird es natürlich schon genauer. Eine Skizze hat natürlich definitiv immer den Vorteil, dass einfach eine Skizze ist. Da geht es rein um die Idee und nicht um die Farbigkeit, aber dann kann man sicherlich dann im nächsten Schritt nochmal auf das Digitale eingehen. So, und hier machen wir nochmal einen Sessel vor Kopf. Mit einem Fußhocker, leicht aufgebaut. Die Sitzfläche. Und wie man sieht, mit einem Feinliner lassen sich die Elemente ganz schnell aufskizzieren. So ist es schon mal so ein bisschen klarer, wohin wir wollen, was wir jetzt sehen. Man sieht es jetzt hier draus. Nochmal die Form des Sessels wird ganz kurz aufgegriffen. Klar kann man das noch reduzierter machen, einfach nur als einen Sessel kurz andeuten. Aber so ein bisschen sollte die Skizze auch schon mal hergeben. Das mit Ausarbeiten mit dem Marker lassen wir diesmal weg. Das kennt ihr aus den anderen Videos. Es soll ja eine relativ schlichte Vorskizze werden. So, und da nochmal vielleicht ein Wasserhahn. Das heißt, die Perspektive ist weiter unten. Das heißt, wir haben so ein bisschen. Sitzen quasi irgendwo auf dem Stuhl und gucken in den Raum rein. Dann bauen wir noch ein paar, damit es nicht so ganz einfach auch von der 3D-Visualisierung ist, für alle, die jetzt Architektur begeistert sind oder für Architektur studieren möchten oder auch das im Beruf benötigen. Passiert immer wieder, dass der Deckenaufbau natürlich sehr schnell vernachlässigt wird
Und deshalb haben wir gedacht, machen wir so mal drei Träger. Man merkt sofort perspektivisch, dass der Raum deutlich mehr Tiefe bekommt. Hier mit, auch mit erklärender Hilfslinie nochmal so die, den Verlauf des Raumes angedeutet. Hat so eine Art Loftcharakter, das Ganze. Bisschen die Raumstruktur, Wandstruktur noch angedeutet. So, dass man einfach jetzt in einem Kundengespräch auch sagen kann, so würde dein Loft aussehen, so könnte dann der Raum, das Wohnzimmer, offene Küche, wie auch immer, funktionieren können. So, und das Ganze natürlich auch nochmal ganz leicht anschraffiert. Hier auch. Immer wieder. Die Schattierung natürlich an. Licht und Schatten macht immer sehr viel Stimmung. Nicht nur in einer Zeichnung, sondern auch natürlich am Ende im Weißmodell, aber auch natürlich in der fertigen Rendering. So, und hier nochmal die Skizzen unten am vom Boden kann man so ein bisschen die, den Boden andeuten. Auch Licht und Schatten noch einmal dazu. Schaut immer drauf, ganz wichtig, woher kommt das Licht, woher kommt der, also wo setze ich dann den Schatten an, das ist wichtig, weil das merken wir immer wieder in unseren Fortbildungen oder in unseren Kursen, dass viele von euch das immer erfragen. Es ist relativ einfach. Man muss einfach nur beobachten, woher das Licht kommt. Und wirklich in einem ganz normalen Alltag, wenn man da auch immer hinschaut und sieht, Licht und Schatten, wie sich die verhalten, dann werdet ihr schon ganz, ganz, ganz viel daran erkennen können. Hier auch noch die Struktur. Wir machen erstmal so ein bisschen auf das Ganze mal spannender. Also wir lassen da ein bisschen Holz rein einfließen. Das heißt, vielleicht Kirschholz oder ein anderes Holz. Dass es im Rendering am Ende auch wirklich auch spannend bleibt und nicht einfach ein schlechter Raum ist. So auch natürlich hier als Tür angedeutet und da geht's weiter. In der Holzstruktur. Und auch hier nochmal Licht und Schatten noch in der Pflanze angedeutet. Und so wäre dann der Raum soweit skizziert, auch die Fläche, dass es so eine leichte Steinstruktur an der Wand ist. Das ist so ganz kurz angedeutet. Auf der linken Seite vielleicht sieht man die einzelnen Mauerwerksteine nicht. Auf der rechten hinter der Küchenfront ja. Und in dieser Kombination
bauen wir das Ganze dann für euch auf. Also wie man sieht jetzt, ist die Raumidee soweit fest. Und ihr könnt euch freuen auf den nächsten Donnerstag. Da geht es darum, das Ganze als Raummodell in 3D aufzubauen. Und wenn euch das gefallen hat, schaut mal schon mal rein, so als Vorgeschmack unter digital-skills.akademiehoch.de. Haben wir ganz viele Infos für euch zusammengestellt. Und hier nochmal der kleine Hinweis zu unseren anderen Seiten. Ob es eine Studienbewerbung ist, Fortbildung oder Online-Kurs. Ruft uns an, schreibt uns, wir freuen uns. Bis bald, euer Akademie-Ruhr-Team.